Kurz einmal anziehen. Alter, was ein Froschface, Junge. Okay. Oh, damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Ich habe offline jetzt noch mal kurz ein paar Sachen abgecheckt. Unter anderem, will ich euch kurz hier, ne, verbessert Sprungangriffe, genauso wie das Ding hier, Sprungangriffe verbessert. Habe ich ausprobiert. Die stacken beide zusammen, das heißt, wir haben jetzt höheren Schaden. Wobei man sagen muss, der Talisman macht mehr Sprungschaden als die Rüstung hier. Aber beide in Kombination sind auf jeden Fall stronger. Dann habe ich noch Kathedrale der Drachenkommunion besucht und habe mal wieder nachgeguckt, ob was Neues gibt, was wir nutzen können. Da gab es auch was, und zwar den Magma-Odem. Habe ich ausgetauscht gegen die Flammenschleuder hier wegen dem Feuerball. Alleine nur aus dem Grund, weil wir den so gut wie gar nicht mehr benutzt haben und weil er nur auf Glaube geht. Und der Magma Odem geht auf Glaube und Arkan. Und Arkan nehmen wir sogar. Plus, es kommt so ein Magma-Bodenfluss auf den Boden, der ein bisschen bleibt und quasi Damage over Time macht. Also ganz cool. Ja, sonst haben wir nichts weiter gemacht. Dann machen wir jetzt hier direkt weiter an der Stelle. Wir haben jetzt hier drei Gänge. Und hier sind wir gekommen. Den Typen mache ich kurz erstmal weg, bevor er wieder anfängt zu schreien. Nur von dort sind wir gekommen. Wir können jetzt hier lang. Hallo. Wir können dort lang und dort lang. Nehmen erstmal die verschlossene Tür. Hallo. Ah, okay, das ist nur ein Shortcut wahrscheinlich, ne? Können wir denn da gleich runter? Okay. Gut, gut, gut. Jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite hier. Von den Dächern. Okay, das heißt, hier wird es wahrscheinlich wirklich weitergehen. Also richtig weitergehen. Dann gucken wir uns erstmal die anderen zwei Gänge noch an. Einmal diesen hier. Ringbolzen, okay. Bitte. Elden Ring suchen und dann werfen versuchen, was? Ach so. Anspielung auf Herr der Ringe oder was? Ach so, und dann habe ich noch gesehen, hier auf der Map wird jetzt Alexander hier angezeigt. War das schon vorher hier? Ach, der war glaube ich schon vorher hier, ne? Sind wir hier lang gelaufen. Kann sein? Ich dachte, der ist jetzt irgendwie hier ins Schloss gewechselt. Genau, da unten müsste er sein. Okay. Da waren wir schon überall. Weiter. Oh, ist doch nur ein Gang, so wie es aussieht. Geht's hier hin? Wir können uns ja jederzeit zurückporten. Irgendwas gefällt dem Berg hier, glaube ich, gerade nicht. Okay, gut. Waren wir hier schon mal? Glaube nicht. Okay, und nu? Sackgasse. Doch nicht euer Ernst. Warum kann man jetzt hier hin? Verstehe es nicht. Um hier runter zu springen oder was? Und hier reinzulaufen. Hallo. Nicky.
Okay, wir haben aber so oder so durch die Leiter hingekommen. Würde vielleicht hier mal eine Rüstung mit Feuerresistenz anziehen. Wow. Böser. Na, jetzt Feuer auf die Viecher da zu schicken macht keinen Sinn, deswegen nehmen wir mal Eis. Easy. Kugelschmiedstein, okay, danke. Noch mehr Schneckis. Ach, nur eine, ne? Okay. Na, da wären wir jetzt rausgekommen. Okay. Wir haben noch den anderen Weg, den darf ich nicht vergessen. Ist ja noch eine Schnecke übrig geblieben. Weg mit dir. Schnecke. Aua. Auf damit. Noch mehr Schnecken. Wo kommen die denn alle her? Hm. Kommen wir jetzt auf die andere Seite der Brücke? Kann das sein? Guck erstmal hier unten weiter. Aha. Da geht's auch noch weiter. Hier. Was hier? Was? Schon wieder ein Wurm? Kannst du das hier kaputt machen? Hallo? Okay, nein, kann er nicht, aber er kann mich umhauen. Blöder. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ein Fahrstuhl. Wo uns der hinbringen. Alter. Ich verliere mich hier komplett, ey. Jetzt kannst du hier noch über die Dächer gehen. Das ist doch alles nicht euer Ernst. Das ist noch ein anderer Fahrstuhl gewesen. Kann ich hier dem Magmawurm auf den Kopf hüpfen? Der hoch oder runter? Hoch natürlich.
kurz gucken, ob hier eine Gnade kommt. Ah, hier ist auf jeden Fall die Brücke. Das heißt, das wäre ein... Ah, ein Shortcut. Habt ihr gesehen? Er wurde unterbrochen, weil wir ihn angerollt haben. Und schon wieder. Okay, vielleicht den Shortcut schnell aufmachen. Yo, das ist definitiv Boss. Da gehe ich noch nicht rein. Ha, und die Brücke. Sehr schön. Cool, damit haben wir auf jeden Fall den Shortcut schon mal, das ist sehr nice. Ich da hochkomme, weiß ich immer noch nicht. Dann können wir also quasi hier lang laufen. Okay. Können wir eigentlich jetzt erstmal schnell den anderen Weg machen, wa? Wo uns der hinführt. Nur ganz schnell. Müsste ich da nochmal durchlaufen. Komm, wir gucken kurz. So, da sind wir schon. Mit ein paar Verfolger im Schlepptau. Jetzt hier nochmal gucken. Hab ich ihn gerade für einen Move gemacht? Nee. Okay, das ist ja nice. Wusste ich auch nicht, dass das geht. Wenn du einen Backstep machst und einen leichten Angriff. Dann macht er so einen Move nach vorne. Cool. Waren wir da schon? Na, da können wir rein. Okay. Dann hätte ich den Weg hier wieder natürlich vorher machen sollen, weil es hier nicht weitergeht. Na gut, dann machen wir es halt jetzt. Okay, wären wir auch reingekommen. Was ist ein Item? Dann hier droppen, ne? Mal los. Drop, drop. Okay, hier war ich definitiv noch nicht. Hinten ist wieder Maltöter. Albinaurik-Stab und Albinaurik-Maske. Okay, gucken wir uns gleich an. Hallöchen. Du kriegst ein paar Fliegen ab. Und dann war es das nämlich auch schon für dich. Maltöter Großball, okay.
Gut, dann gucken wir uns kurz mal Albinauric Maske und Albinauric Stab an. Der Stab ist wahrscheinlich wieder was zum Zaubern. Albinauric Stab. Da ist er. Geht auf C auf Arkan. Okay, Stärke, Weisheit. Mal meinen Arkan-Zauberstab. Die Albinaurics hegen ein Geheimnis. Sie wirken Zaubereien mit Hilfe ihrer angeborenen Arkan-Energie. Cool. Aber wir haben keine Weisheit, deswegen nutzen wir den nicht. Aber ist cool. Und Albinauric Maske, ne? Da ist er. Okay. Ah, die macht die Arkanenergie hoch, kann es sein? Eine Maske, gefertigt aus dem rohen Balg eines jungen Albinauric. Wow, okay. Erhöht eure Arkanenergie, verringert aber die HP-Regeneration einer Flasche mit Purpurtränen. Diese Maske ist zwar kein Götterskalb, aber dennoch das Produkt unaussprechlicher Niedertracht. Okay. Kriegen 4 Arkanenergie dazu. Gut, das leveln wir gerade sowieso, also brauchen wir das nicht unbedingt. Aber ist cool. Gut zu wissen. Kurz einmal anziehen. Alter, was ein Froschface, Junge. Okay. Hier, weiße Maske bitte wieder. Gut. Dann hier lang. Hier sind wir, glaube ich, lang gelaufen. Genau, okay. Jetzt kommen wir da zu dem anderen Item oben drauf, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ah, nur eine 10er Rune, okay. Und hier runterspringen lohnt sich nicht. Aber hier können wir. Oder auch nicht, ey. Wenn diesmal kein Tod ist. Okay, das war knapp. Gut, dann haben wir das also auch. Und dann können wir da oben wieder hin. Und wo bin ich denn gekommen? Hallo? So, dann versuchen wir an diesem Part nochmal schnell den Magma-Lindwurm. Der hier gleich kommen müsste. Ich hol schon mal Mimik. Na komm. Wo bist du? Da bist du. Hallöchen. Eis gegen Feuer. Okay, da hält ein bisschen was aus. Na komm. Jetzt machen wir ernst, mein Freund. Komm her. Okay. Mimik hat's gerissen. Drachenherz. Und ein paar Runen, ne? Oder auch nicht. Okay, haben wir den auch?
Dann gucken wir hier noch schnell, was es hier noch gibt. Und dann war es das für heute. Okay, das ist bloß ein Shortcut. Spielstein 7. Naja, immerhin. So, damit war's das. Alles klar. Damit sage ich wieder recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Haut da rein.